Herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 17 auf der Südhemmern V10 mit Fabi. Und heute machen wir hier mal weiter mit dem Düngen, haben wir ja in der letzten Folge schon gemacht. Ich habe mich da, glaube ich, ziemlich überschlagen mit den Infos. Ich habe die am laufenden Band rausgefeuert, glaube ich. Und wahrscheinlich war es zum Zuhören etwas viel. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal etwas langsamer hier. Und ganz ehrlich, wenn ihr Fragen habt, feuert sie in die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten. Aber ganz ehrlich, wenn ich so überlege, ich freue mich echt drauf, mit den Jungs mal wieder... Das Ding hat Colli. Komm, fahr rückwärts. Mit den Jungs mal wieder was zusammen zu machen. Kann ja nicht mal ein Schiebedach oben. Ach doch. Da hat hinten ein Riesenglasdach. Und da läuft der Giants FM im Radio. Ich habe das Spiel mit Mods mal wieder zugemüllt bis zum Abwinken. Da sind Mods ohne Ende mal wieder drin bei mir. Also, ich habe ja in der vierten Folge damals, glaube ich, oder war es die dritte? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich irgendwann mal meine ganzen Mods gezeigt. Was zu der Zeit natürlich so ein Vierteljahr nach Release zwar schon viele waren, aber noch nicht sehr viele. Also ganz ehrlich, ihr wollt jetzt nicht mehr in meinen Mod-Ordner reingucken. Ja, ich weiß, man sollte es nicht tun, den so zuzumüllen, aber ich kann auch nichts dafür, dass mir diese ganzen Mods so gut gefallen und ich habe, glaube ich, inzwischen 300 Mods im Spiel, so circa. Meistens natürlich Fahrzeuge, Anhänger, aber auch ganz viele Produktionen, Produktionszweige, die man sich per Mod reinholen kann in jede Map, weil es halt platzierbare Gebäude sind. Und ja, fand ich halt cool, weil ganz ehrlich, dieses stupide immer Feld säen, ernten, Gruppern pflügen, säen, ernten, war mir irgendwann mal zu langweilig. Und dann habe ich gesagt, okay, es gibt jetzt diese ganzen Mods mit Wirtschaftszweigen, warum die nicht nutzen? Und da habe ich mir ziemlich viel geholt. Der Map geht es ganz schön rund hier. Wir machen mal hier unser Zeug fertig und hier wächst der Hopfen. Der ist jetzt auch schon in der ersten Wachstumsstufe. Mal gucken mal, wie wir hier fahren. Wir machen mal den GPS wieder an. Machen hier mal einen neuen Kurs, mit dem wir noch wesentlich weiter rüber können. In etwa. Ich mache immer nur das kleine GPS-Fenster an beim Fahren, weil das reicht mir. Das zeigt mir erstmal alle relevanten Infos an. Das zeigt mir hier oben überm... Geht das jetzt nicht? Das zeigt mir hier überm Schlepper die Arbeitsbreite an. Dann diese Satellitenschüssel links unten in dem Fenster. Die zeigt mir eben an, ist das GPS gerade aktiv oder nicht. Und das ist schon eigentlich das Ausreichende. Ich brauche nicht dieses Riesenmenü zum Fahren. Das hier wäre eigentlich prädestiniert, um das mit einer Feldspritze zu machen hier. Und ich habe mir nämlich das Sprayer-Addon auch runtergeladen. Das heißt, es werden beim Düngen mit der Spritze nur die Düsen angeschalten, die gerade über bearbeiteten Boden sind. Das
natürlich auch gut. Das heißt, hier würde er immer diese Fahrgassen aussparen. Würde dadurch natürlich Düngemittel einsparen. Haben wir inzwischen auch runtergeladen. Es gibt ja einen Mod, wo man sich den Flüssigdünger selbst herstellen kann. Den werden wir uns auch mal noch angucken im Laufe dieses Let's Plays. Also es sollen hier wirklich wieder Folgen kommen. Das ist zumindest mein Ziel. Oh, der Traktor schlingert. Ich bin echt von meinem privaten Spielstand auf der Hof Bergmann bin ich halt echt jetzt die großen Fans irgendwie nur noch gewohnt. Und wenn man dann hier so ein Valtra hat, dann schlingert der doch ganz schön in den Kurven. So. Kurve. Oder man sollte sich halt einfach ordentlich einfädeln. Das geht natürlich auch. So, jetzt haben wir die Felder gedüngt. Jetzt müssen wir praktisch dann auf die zweite Wachstumsstufe warten und müssen sie wieder düngen. Bloß wenn ihr auf unseren Kontostand guckt, dann könnte das ein bisschen dumm laufen, weil wir dann wahrscheinlich kein Geld mehr für den Dünger haben. Ich habe zwar von unserem Schweizer Bankkonto eine Photovoltaikanlage platziert, aber die wirft halt auch nicht genug Geld ab, dass wir uns Saatgut davon kaufen können. Dünger. Und wir haben leider auch nichts, um die Düngerproduktion anzufeuern. Wir haben keinen Mist, wir haben keine Gülle und wir haben keine Gärreste. Das heißt, wir können keinen Dünger produzieren. Das Einzige, was wir produzieren könnten, wäre Flüssigdünger. Und den ist leicht schwierig, weil wir da das Equipment bräuchten. Und das kostet auch schon wieder irgendwie 50.000 Euro insgesamt. So, wir sind mit dem Feld schon fertig hier. So viel haben wir jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht gebraucht für einmal Durchdüngen von unseren Feldern. Das waren jetzt 2.400 Liter roundabout. Machen wir das Allrad wieder aus. Den GPS tun wir deaktivieren. Und dann heizen wir mal zurück. Nehmen wir die Brücke hier. Hier ist der Kanal, da fahren auch öfter mal Schiffe spazieren. Da hinten fährt gerade so ein Frachter. Ich habe beim Händler ja, glaube ich, noch Saatgut-Bigpacks rumstehen. Dann machen wir nochmal voll. Aber viel ist natürlich nicht mehr drin. Hier ist das Örtchen Südhämmern. Muss ich da vorne, glaube ich, jetzt rechts, ne? An der Feuerwehr vorbei. Da wollte ich immer noch was gucken. Kann man bei der Feuerwehr die Tore aufmachen? Die gehen sogar von alleine auf. Entschuldigung. Ich habe es immer noch im Hals. Hier hängt sogar die Feuerwehruniform. Mit dem kann ich aber nicht interagieren, oder? Nee. Der Schlauchturm hier. Aber ich glaube, es gibt keine anständigen Feuerwehrautos für LS17. Ich glaube, im LS13 gab es ein paar coole, die ganz gut waren, aber seitdem glaube ich nicht mehr. Gut, und ganz ehrlich muss man sagen, wir spielen hier auch den LS und nicht irgendwie Notruf 112 oder so. Wenn ich Feuerwehr spielen will, dann spiele ich Notruf. Und
jetzt ist unser Dinger alle. Jetzt sagen wir, lassen das mal so fahren, zurück zum Hof. Ups, was läufst denn du mitten vor meinem Traktor? Bist du ein Held? So, hier geht's ja schon zum Hof. Da ist die örtliche Sparkasse. Vielleicht räumen die uns ja noch einen Kredit ein. Frag mal dann mal, wenn wir Saatgut brauchen, ob wir bei dem noch ein bisschen Kredit kriegen. Die laufen hier einfach alle über die Straße, ne? Da steht noch der New Holland mit der Sämaschine. Die habe ich jetzt nicht gemietet, die ist gekauft. Und es ist doch die Pöttinger Vita-Sem geworden. Saatgut haben wir noch da. Ja, das hilft uns nichts. Wir brauchen Dünger. Was macht eigentlich die Treibstoffproduktion? Ich habe doch die Treibstoffproduktion angeworfen. Das können wir, wenn ihr das wissen wollt mal. Man kann alle Produktionen auf der Map von hier aus einsehen. Das finde ich auch super cool gemacht. Machen wir den Motor aus. Hier an dieser Tafel seht ihr alle Produktionen, die es auf der Map gibt und was sie gerade an Rohstoff da haben. Zum Beispiel hier oben. Unser Saatmixer hat zum Beispiel 7772 Liter Saatgut. Leider kein Getreide. Der ist nämlich leer. Ich habe kein Getreide mehr. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, muss irgendwo auch die Raffinerie sein. Hier ist die Raffinerie. Da fehlen Sojabohnen. Ja, leider. Leider sind die auf dem Feld kaputt gegangen. Die muss ich nochmal neu ansehen. Aber ihr seht, wir haben 19.000 Liter Treibstoff produziert und es ist noch ein bisschen was drin. Ja, jetzt können wir hier nochmal gucken, was es hier alles gibt. Reibekuchenfabrik, es gibt eine Melzerei, es gibt eine Kirschfarm, eine Pflaumenfarm, eine Zigarrenfabrik, eine Raffinerie, klar, eine Molkerei, Bäckerei, Sägewerk, Konditorei, Windmühle, Brennerei, Feinkost. Der Feinkostladen produziert eine Salatmischung aus Salat, Karotten, Zwiebeln, Mais und Wasser. Okay. Der Feinkost 2 produziert Krautsalat aus Rotkohl, Weißkohl, Speiseöl und Wasser. Die Ölmühle produziert uns das Speiseöl. Der Milchmax macht die Haarmilch. Okay. Sandkuhle. Silage Hochsilo, Saatmixer, Düngemixer, Flüssigdüngemixer. Also wir haben sogar einen Flüssigdüngemixer, wo wir aus Dünger und Wasser Flüssigdünger herstellen können. Das ist ja interessant. Oh, das ist interessant. Ich möchte euch aber trotzdem mal dieses Pack zeigen, was ich runtergeladen habe. Das finde ich jetzt nicht so toll. Dünger und Wasser ist gleich Flüssigdünger. Super. Das kann man machen hier, Mist und Gülle oder Gärreste zu Dünger, das ist okay. Aber das andere, den Flüssigdünger, möchte ich eigentlich mit dem anderen Pack herstellen. Dann haben wir hier eine Zuckerfabrik, die aus Zuckerrüben und Wasser Zucker herstellt. Und eine Brauerei für Bier. So. Das sind ganz schön viele Wirtschaftszweige, wenn man es mal so bedenkt. Und das, was ihr da hinten flimmern seht, das ist die überdimensional große Tafel für unser Lager. Hier an dieser Tafel könnt ihr alles einsehen, was wir eingelagert haben. Und das ist auf dieser Map viel. Es ist wirklich viel. Die ist wirklich vollgepackt bis zum geht nicht mehr mit Sachen, die Map. Das ist halt der Reiz an dieser Map. Klar, die Hof Bergmann zum Beispiel, die hat 3 oder 4 Wirtschaftszweige. Aber die hat einen Flair, die Map. So. Jetzt hat die eigentlich, finde ich immer noch, das ist eigentlich eine brettebene Map. Gut, sie hat ein paar schön. Es ist ein bisschen schöner geworden als in der V3 damals. Sieht schon gut aus. Aber im Endeffekt lebt die Map von ihren vielen Wirtschaftszweigen. Das ist einfach so. Wir fahren jetzt mal unseren Trecker irgendwo anders hin, hier den Waldra.
Wo ist hier eigentlich das Wohnhaus auf dem Hof? Hat dieser Hof überhaupt ein Wohnhaus? Das sind alles hier nur Maschinenhallen. Kann man hier auch irgendwo wohnen oder wohnen wir irgendwo im Dorf? Und das ist nur unser Hof. Das sind alles nur Hallen? Es ist hier kein Wohnhaus dabei. Das sind alles nur Maschinenhallen hier. Welches Häuschen gehört jetzt dann uns? Bin mir nicht sicher. Naja, wir fahren mal zurück. Aber dieser Hof ist zwar riesig, aber es gibt kein Wohnhaus. Das finde ich ja nicht so toll. Das finde ich auf der Hof Bergmann, finde ich das richtig süß. Das ist so ein richtig schöner, beschaulicher Hof auf der Hof Bergmann. Ihr habt ja mal gesehen beim Tim auf seinen Videos. Die haben ja mal auf der Hof Bergmann gespielt, eine 3 Folgen oder so. Wir schmeißen jetzt hier mal den Zeitvorlauf rein. So, hau rein, Junge. Das Zeug muss wachsen. Das kann jetzt natürlich dank Seasons Mod ein bisschen dauern. Ich weiß gar nicht, wann das nächste Mal wächst. Wahrscheinlich erst am Frühlingsende. Aber das Gras muss auch noch höher wachsen. Das hilft uns auch nicht. Das hier sind halt jetzt die umgebauten Düngerproduktionen. Finde ich halt auch cool. Die Rampen kann man jetzt hier hochklappen. Deswegen sind jetzt hier drüben Schalter. Wenn wir jetzt hier hingehen, Saatgut, dann können wir hier die Rampe runterfahren, können hier was reinkippen und wenn wir fertig sind, dann gehen wir hier wieder hin, klappen die Rampe wieder hoch und können wieder gut durchfahren hier. Das fand ich nicht in der vorherigen Version etwas, also in der V3, in der vorherigen Version. Wenn ich von der vorherigen Version rede, meine ich immer die V3, weil das war die letzte, die ich gespielt hatte. Dann kam man hier einfach ganz schlecht durch und musste hier ganz drüben fahren. Dann musste man sich hier durchdrücken zwischen Rampe und der Halle hier, dass man hier durchkommt. Ne? Geht jetzt wesentlich besser, wenn die Rampen hier hochgeklappt sind. Und wir warten drauf, dass die Sachen wachsen. Ich versuche gerade zu moderieren, wie Pflanzen wachsen. Das ist schwierig. Weil es ist furz langweilig. Aber... tja, mir fällt jetzt auch nichts ein, was ich in der Zeit wegmoderieren könnte. Ich habe nur mal noch einen kleinen Schluck getrunken. Sonst bleibt mir nämlich endgültig die Stimme weg. Solange wir warten, mache ich mal noch den Screenshot für die Folge. Geht ja hier immer ruckzuck hier. Die Folge ist nämlich schon wieder fast vorbei. Jetzt habe ich bloß das HUD ausgeblendet, ich hält. Jetzt natürlich wieder einblenden sollen, bevor ich den Modus wieder umschalte. Den hier, genau. So. Das kann ich hier auch wieder. Genau, alles gut. Warum unser Kontostand oben anwächst, könnte ich euch noch schnell zeigen in der Folge. Hat den Grund, ich habe es ja schon mal gesagt. Wir haben eine Photovoltaikanlage, die steht hier hinten bei den Hühnern. Hier sind ja die Hühner hingewandert. Muss man denen auch Futter geben? Keine Ahnung.
Die legen zumindest keine Eier. Und hier steht unser Photovoltaik-Panel, das uns mit Strom versorgt. Und damit halt immer jede Stunde ein paar Euro in die Kasse spült. Es ist nicht viel. Ich glaube, es sind 125 Euro pro Stunde. Aber es reicht zumindest, um den Unterhalt, den Unterhalt der Fahrzeuge zu bezahlen. Das heißt, weil ihr seht es ja gerade, mit Seasons Mod muss man halt immer viel Zeit vorlaufen lassen. Und in der Zeit verdient man ja kein Geld. Und ja, mit so einer Photovoltaikanlage sorgt man halt dafür, dass wenigstens der Kontostand nicht nach unten geht, sondern immer relativ gleichmäßig bleibt. Eigentlich warte ich jetzt drauf, dass wir hier die zweite Wachstumsstufe kriegen an dem, an den Feldern. Aber bei Seasons muss man halt dazu sagen, dass die Felder immer nur um Mitternacht ihre Wachstumsstufen kriegen. Das heißt, immer nur am Tageswechsel können Felder wachsen, weil das sehen wir auch hier im Hauptmenü vom Spiel. Ich kann zum Beispiel sowas wie Pflanzenwachstum nicht mehr ein- und ausschalten und ich kann auch das Pflanzensterben nicht mehr steuern. Das übernimmt alles der Seasons Mod. Da habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Aber trotzdem finde ich dieses Seasons wirklich eine gelungene Verbesserung für einen Landwirtschaftssimulator. Ist meiner Meinung nach wirklich einer der besten Mods, die rausgekommen sind, weil er einfach die Spieltiefe extrem erhöht. Ich glaube, in der nächsten Folge gehe ich einfach mal ein bisschen drauf ein, was der Seasons Mod am Spiel so alles verändert. Und wenn euch das interessiert, dann schaltet doch wieder ein. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn so war, lasst mir doch Likes zu dem Video da. Und wenn ihr was fragen wollt, könnt ihr auch gerne Kommentare schreiben. Die werde ich beantworten natürlich, wie sich's gehört. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sagt ciao bis zu einer weiteren Folge auf der Südhämmern. Und jetzt wird's hier auch dunkel, ich muss ins Bett und ciao, Leute.